bei Kamikaze auf IVA 1 und 2, live von der Berlinale. Mein Mikrofonständer heute. Hier. Mal wie Hörbiger. Genau. Sonst habe ich ja nur, bin ich ja immer der Ständer. Oder ich bin da quasi ein einziger Ständer, so ist es, ja. Heute bist du auch ein Ständer. Heute bin auch ich ein Ständer, ja. Du bist ja eher ein Kleiderständer sonst, ne? In Filmen. Wie ein kleiner Ständer? Ein Kleiderständer. Also ein kleiner, ich würde sagen ein kleiner ein Ständer. Ein großer Ständer. Ein großer Ständer. Für einen Ständer bist du ganz schön groß. Ja. Ja. Und hier ist die Party von Kills. Habe ich schon gedacht, das war der Berlinale. Kills? Kills. Also Q-Will. Q-U-I-L-L-S geschrieben. Kills. Das ist irgendwie ein Film mit dieser fetten Sau aus Titanic. Ja. Wie heißt die nochmal? Kate Winslet. Ja. Wegen der das Schiff gesunken ist. Ja. Weil die so fett war. Ja. Die fette Sau. Egal. Und Arschfotze. Was? Ja. Party ist das hier. Und das ist, der Film ist irgendwie Marquis de Sade inspiriert. Und ich finde, findest du, es ist Marquis de Sade mäßig hier? Irgendwie Ausschweifungen, Leute scheißen sich gegenseitig auf den Bauch. Auf alle Fälle. Spritzen sich ins Gesicht. Ey, wir waren im VIP-Raum und dann geht's halt richtig ab, oder? Man hat ihn nie verstanden, du musst das Mikrofon hier halten. Also ich muss so halten. Ich hab's auch vergessen, was ich gerade gesagt habe. Nein. Doch. Wie süß. Du hast gesagt, dass du mich toll findest. Nee, das stimmt nicht. Doch. Ich habe alles gesagt, aber ich nicht gesagt, dass ich ihn toll finde. Guck dir mal an. Hier ist auch unser erster Interviewpartner. Okay. Marquis de Sade Party. Finden Sie, ist es die Party wird dem Motto gerecht, ausschweifungsmäßig? Marquis de Sade, ausschweifungsmäßig? Also das glaube ich nicht. Dekadenz, auspeitschen. Dekadenz, auspeitschen. Anschalten. Ist hier nichts von zu sehen. Fäkalorgien? Nein. Haben Sie schon mal an einer Fäkalorgie teilgenommen? Nie, würde ich auch nie machen. Seien Sie doch ehrlich. Nein. Sind Sie Filmproduzent? Nein. Haben Sie mit dem Filmgewerbe zu tun? Nein. Willst du dir ein Video wünschen? Ja, ich hätte gerne Sympathy for the Devil. Von? Von den Rolling Stones. Ja? Ja. So ein altes Ding willst du haben? Ja. Also du kommst ja auch aus einer Familie, wo man so gerne alte Sachen macht, hört. Oder? Kann man sagen? Ja, ja. Verstehst schon, oder? Ja, ja. Okay. Sympathy for the Devil können wir leider nicht spielen, aber stattdessen, doch, so spielen wir. Sugar Bakes. Wir spielen es. Ja, wir spielen es, ja? Ich wünsche dir. Hey, was sagst du dazu? Okay. Danke. Hey, es geht doch. Es ist doch gar nicht so schwer.